Gemeinsam mit den Organisationen von Ausgeschneit, von Campact, von Robin Wood, dem BUND, den Naturfreunden und vielen anderen diese Demonstrationen, die jetzt parallel in München, in Berlin, in Hamburg und in Köln stattfinden, organisiert. Hier im Norden ist eine Kraft an unserer Seite gewesen, die ich neben mir begrüße. Er hat noch ein paar Freunde normalerweise, die passen nicht alle auf die Bühne. Ich freue mich über die Unterstützung, die wir hier durch die IG Metall erlebt haben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, während unserer Schweigeminute haben überall hier in Hamburg die Kirchenglocken geläutet. Und es war schon früher eine gute Tradition, wenn die Menschen in Not sind, dann haben die Kirchenglocken geläutet. Und wir sind in der Tat in Not, weil das, was passiert ist in Japan, hier nie passieren darf. Und deswegen stehen wir auch hier und wollen, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Wir erleben gerade jeden Tag, welche Auswirkungen die Atomenergienutzung auf die Menschen in Japan hat. Und wenn Sie so wollen, auch auf den Wirtschaftsstandort Japan. Mein lieber Herr Grossmann, kapieren Sie es doch endlich. Nicht ohne Atomkraft gehen die Lichter aus, sondern siehe Fukushima mit der Atomkraft. Die Kanzlerin spielt auf Zeit. Doch wir brauchen keine Kommission für Reaktorsicherheit, denn die Schwachstellen der AKW sind längst bekannt. Wir brauchen keine Ethikkommission, denn wir wissen auch so, wer heute Atome für die nächsten Jahrtausende produziert, handelt unmoralisch. Wir brauchen kein Moratorium, sondern endgültig stillgelegte Atomkraftwerke. Und weil das nicht nur in den Schrottmeilern von Brunsbüttel und Krümmel möglich ist, sondern eben auch in Brockdorf, deshalb bleibt gar keine andere Wahl. Schaltet diese 17 Zeitbomben endlich ab! Ausreiten! 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 Ausreiten!
sein und wütend, beharrlich und klug, aber wir werden weiter auf die Straße gehen. In Hamburg sagt man Tschüss, Tschüss Wattenscheid, Tschüss! Seit zwei Wochen, seit dem andauernden Supergau in Fukushima, gehen viele Menschen montags um 18 Uhr auf die Straße zu Mahnwachen, zu Anti-Atom-Spaziergängen. Das findet inzwischen bundesweit in vielen hundert Städten statt. Beteiligt euch jeden Montag an diesen Mahnwachen und bringt viele Menschen mit, die bisher nicht aktiv waren. Mein vierter Vorschlag zum Handeln: Es wird in den nächsten Wochen weitere Demonstrationen geben. Nächsten Samstag, 2. April in Gorleben, auch in anderen Städten. Und ein wichtiger Termin ist Ostermontag, der 25. April. Dann jährt sich der andere Supergau von Tschernobyl zum 25. Mal. Und deswegen gibt es am Ostermontag vor den Toren aller Atomkraftwerke in Deutschland Großdemonstrationen. Wenn jeder und jeder hier auf dem Platz an diesem Tag dabei ist und noch weitere Menschen mitbringt, dann wird auch die Kanzlerin merken, die Zeit der Atomenergie ist endgültig vorbei.